Und dann freue ich mich natürlich auch sehr, Birgit Honeth zu begrüßen, Staatssekretärin für Europa und regionale Landesentwicklung in der Niedersächsischen Staatskanzlei. Sie hat auch zu dieser Region eine besondere Beziehung. Deswegen freue ich mich auch besonders, dass sie heute hergekommen ist. Und wir haben damals auch, als hier die Uni nämlich umgewandelt wurde, das war so auch mein alter Traum, ja, aus der Friedensbewegung kommt Schwerter zu Pflugscharen, die Uni wirklich als Kaserne zur ja, Bildungseinrichtung zu machen, ist doch eigentlich wirklich was ganz Schönes. Da habe ich mich unheimlich drüber gefreut. Und du warst da auch immer sehr mit beteiligt und aktiv und bist heute hier, um uns auch zu begrüßen. Ganz herzlichen Dank, Birgit Honeth. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Monika Griffan, wissen Sie, in der Reihenfolge jetzt mit einem vierten oder fünften Grußwort dran zu sein, das führt immer in die Versuchung, dass man jetzt alles mal wiederholt, was die Vorredner und Vorrednerinnen gesagt haben. Deswegen habe ich einen Teil der Dinge, die mir meine Leute aufgeschrieben haben, eben gerade in die Tasche zurückgesteckt, weil ich sie nicht langweilen möchte. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass es mich sehr freut, dass ich heute Abend hier ein Grußwort halten darf. Und als Monika Griffan mich vor ein paar Monaten ansprach, habe ich gesagt, das mache ich gerne und das mache ich voller Überzeugung, weil das Thema einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ein Thema ist, was mich auf allen meinen beruflichen Ebenen intensiv beschäftigt. Sei es auf der europäischen Ebene, wenn ich Gespräche mit der Kommission führe oder im Ausschuss der Region, wo das immer wieder ein wichtiges Thema ist, oder sei es auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin auch für die internationale Politik in der Staatskanzlei zuständig und hier spielen natürlich die Themen Nachhaltigkeit eine große Rolle. Sie wissen, die UN hat sich ja jetzt neue Ziele gesetzt und die Umsetzung dieser Ziele spielen auch in Niedersachsen eine große Rolle. Genauso wie wir in unserem Flächenland, Sie wissen, Niedersachsen, zweitgrößtes Flächenland, eine Reihe von hochinteressanten Projekten haben, die sich mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft auch beschäftigen. Wobei ich Ihnen sagen möchte, ich habe ein bisschen vorhin sinniert darüber, wie das eigentlich mit der Nachhaltigkeit und dem Cradle-to-Cradle-Prozess bei der Politik eigentlich aussieht. Und vielleicht darf ich Ihnen mal ein bisschen sagen, dass was mich so umtreibt, ist im politischen Bereich, dass, und wie Sie wissen, wir haben gerade Wahlen gehabt, dass ein Problem in der Politik ein bisschen darin besteht, dass wir die langen Weichen, die Sie von uns erwarten, die wir stellen müssen, um langfristig die Politikansätze zu verändern, dass die immer wieder den Unwägbarkeiten von politischen Wahlen unterworfen sind. Und ich will damit überhaupt nicht die Demokratie angreifen, dass ich, weil ich stehe voll zu einem demokratischen Prinzip, selbstverständlich. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist manchmal in einem Flächenland, was immer wieder von wechselnden Regierungen regiert wird, ist es auf der einen Seite immer eine Chance und eine Herausforderung, weil neue Ideen kommen. Auf der anderen Seite ist es so, dann hat man sich mal zum Beispiel in einer rot-grünen Regierung zu bestimmten Weichenstellungen entschieden und dann plötzlich werden Dinge wieder verändert. Und ich will das deswegen sagen, weil ich ein bisschen werben möchte für das Verständnis auch von Politik, weil ich ja oft auch mit der Ungeduld konfrontiert werde. Und hier sehe ich viele junge Menschen, was ich ausgesprochen erfreulich finde. Und ich will Ihnen aber sagen, trotzdem nicht den Mut verlieren. Gemeinsam machen wir das. Die Politik ist in vielen Bereichen auch schon weiter, als so mancher denkt. Und ich glaube, dass dieses Prinzip, dass wir nachhaltig Dinge verändern müssen im Bewusstsein und dass es darum geht, dass wir jetzt die Weichen für eine andere Welt und im Grunde auch für das Überleben unserer Welt stellen müssen. Ich glaube, das ist angekommen und ich will Ihnen auch sagen, dass wir in Niedersachsen diese Nachhaltigkeitsstrategie nicht nur verbal kommunizieren, sondern wir haben uns ein Leitbild gegeben und wir haben gesagt, wir wollen das Nachhaltigkeitsprinzip in allen Ministerien umsetzen und wir haben sehr, sagen wir mal, Ziele formuliert, die mutig sind, glaube ich, und wir haben die Zivilgesellschaft gebeten, das mit uns gemeinsam zu entwickeln, aber auf der anderen Seite uns auch
kritisch dabei zu begleiten, wie wir die Umsetzung machen. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir in Niedersachsen die Ersten waren, die so eine Strategie, eine Nachhaltigkeitsstrategie aufgelegt haben. Und ich fühle mich dieser Nachhaltigkeitsstrategie ausdrücklich verpflichtet. Und insofern ist es mir eine große Freude, dass es diesen Kongress hier in Lüneburg gibt, in unserem Land Niedersachsen gibt. Ich wünsche Ihnen und Ihrer wichtigen Arbeit alles Gute, viele positive Erkenntnisse und ich wünsche mir sehr, dass wir gemeinsam in einer großen Allianz zwischen Ihnen allen in Ihren verschiedenen Gebieten, auf denen Sie arbeiten und uns auf der politischen Ebene, dass es uns gelingt, nachhaltig die Weichen für eine bessere und rücksichtsvollere, für eine nachhaltige und rücksichtsvollere Welt zu stellen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen sehr, sehr guten Erfolg für Ihren Kongress und freue mich darüber, nächste Woche einiges über die Ergebnisse lesen zu können. Vielen Dank.